Willkommen zurück zu Majora's Mask. Ich bin in meinem Lieblingstempel. Der erste Tempel und schon mein Lieblingstempel. Wahnsinn, wie schnell das noch geht. Wo haben wir denn hier die nächste Fackel? Vielleicht gibt es ja sogar irgendwie eine Fackel oder so. Mit der man... Ja, da unten sind zwei Fackeln. Die mir aber nichts nützen. Vielleicht gibt es ja da oben eine Fackel. Vielleicht muss ich einfach aus einem anderen Raum eine Fackel mitbringen. Ich kann ja nochmal hier gucken gehen. Ah ne, hier war das Zeug gewesen. Ne, hier ist keine Fackel. Ich glaube, ich fliege einmal darüber. Wenn das denn geht. Vielleicht sind die Bomben ja... Oh, nicht getroffen. Das war gemein. Das hat nicht gereicht. Pflanze, du nervst. Ich mag ja Pflanzen. Aber dich mag ich nicht. Gab es hier hinten eine Fackel? Ja, hier gab es sogar eine Fackel. Würde mir das irgendetwas nützen? Ich glaube nicht. Oder? Nehmen wir mal unsere Flasche. Ja, Link, du bist klein. Nehmen wir mal unseren Dekustab. Entzünden diesen. Gehen in den anderen Raum. Mit unserem brennenden Dekustab. Springen jetzt hier runter. Ja, geht das nicht? Ich dachte, das funktioniert jetzt. Ich habe doch sogar mit dem brennenden Dekustab einmal draufgeschlagen. Versuchen wir es nochmal. Das andere bleibt mir ja nicht übrig. Einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt spring, Link! Und schlag einmal zu. Ne? Das geht noch nicht mal. Funktioniert das nicht? Also, okay. Jetzt habe ich sogar, ich habe sogar jetzt mit dem brennenden Dekustab hier diese Pflanze erreicht. Ja, was soll ich denn damit machen? Das muss eindeutig angezündet werden. Leute, das ist unlogisch. Also jetzt hört es irgendwo auf. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Spucke prallt sogar ab von dem Ding. Was anderes habe ich nicht. Ich habe, okay. Da ja nichts Sinn macht, wird natürlich eine Dekonuss die Lösung sein. Batz. Nein, war es nicht. Wer hätte das gedacht? Tja, ich weiß, also... Das ist ja alles mit Rätseln schön und gut und so. Aber irgendwo hört es dann auf. Also wenn da Feuer ist und ich mit dem Dekustab hingehe und da drauf schlage und der dann es dann nicht anzündet, dann...
Dann kann ich mir auch nicht helfen. Also dann, das ist dann auch irgendwo unlogisch, finde ich. Weil da weiß ich dann noch nicht weiter. Also, was soll ich denn noch machen? Ich meine, ich kann es auch gerne nochmal irgendwie versuchen hier. Taya markiert es mir jetzt auch noch nicht mal mehr irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Lösung jetzt wieder irgendwie so ganz simpel und einfach oder so. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also mal ganz ehrlich. Was? Jetzt hat es auf einmal geklappt, einfach so. Einfach mal so total random. Ich hab das gemacht letzten Part. Wie viele Pfeile habe ich da reingeschossen? Wie? Ich hab das im Video gesehen. Der Pfeil hat das Ding getroffen und der Pfeil war auch entzündet. Also, ja. Ich meine, hab ich jetzt irgendwas anders gemacht? Habe ich irgendwie... Ich hab doch... Nee, also tut mir leid. Ich meine, und ich hatte noch genug Zeit. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie da als letzten Part da das auf den letzten Drücker gemacht hätte oder so. Also das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen... Vielleicht auch einen etwas anderen Winkel. Das ist jetzt irgendwie schon irgendwie ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sehe ich jetzt auch nicht die Schuld bei mir oder so. Ja, es kann ja sein, dass es... Nee, also weiß ich auch nicht. Ich schaue es mir nochmal an auf jeden Fall. Hoffe ich mal, ich bekomme jetzt den Boss hin. Springling! Jawohl. So. Ach so, hier geht's sogar noch weiter. Hier war doch eine Vieh irgendwo gewesen. Oh, wo ist sie hin? Dann sollten hier jetzt eigentlich die letzten vier Feen drin sein. Boah, vier Feen in einem Raum ist aber auch nicht schlecht. So. Können mal irgendwie diese Viecher aggro auf mich werden oder so? Taya, du hast doch gerade eine markiert. Oh ja. Danke. Immerhin hier trinke ich nicht, weil es keine Giftbrühe ist. Also nee, was war das denn, bitteschön? Ich meine, jetzt zum Beispiel am ersten Tag habe ich ja auch schon das Zeitlimit praktisch nicht hinbekommen. Weil ich halt ganz einfach meine Steuerung falsch eingestellt hatte. Ja gut, das ist dann halt mein Fehler. Aber, aber jetzt? Also, ich weiß nicht. Da kann ich mir echt nicht helfen jetzt. Ich weiß es nicht. Also. Okay.
Das merke ich mir aber auf jeden Fall, dass es hier irgendwie teilweise so ein bisschen verbuggt zugeht. So, dies ist Nummer 12. Da haben wir da oben ja sogar so einen crazy Schalter. Mal zurückfliegen kann ich wieder. Einen Bogen vielleicht? Wäre eine Variante? Läuft das jetzt mit Zeitlimit? Nee. Hatte man das eigentlich schon? Gab's das in Majora's Mask? Ein Zeitlimit im Zeitlimit? Also nochmal dieses immer so schön. Verkackt. Aber ich meine, da Majora's Mask ja praktisch ein einziges riesiges Zeitlimit ist, ist das vielleicht sogar ganz fair, dass das dann. Ich würde gern hier drauf. Oh, das geht sogar. Ist das vielleicht sogar ganz fair, dass es hier keine kleinen bisher gab? Wo ist doch eigentlich bisher auch in jedem Zelda gab, das ich gespielt habe. So, dann haben wir hier auch schon Fee Nummer 13. Dann ist da vorne auf jeden Fall Nummer 14. Und dann fehlt nur noch eine. Es gibt keine Zeitlimits in Majora's Mask. Hat das schon mal jemand erwähnt? Beziehungsweise was... Okay, ich kletter nochmal hier hoch. Aber da oben gab es auch keine Dekoblume oder sowas, oder? Nee. Ich glaube, ich musste einfach links nochmal irgendwo. Aber wie komme ich hier jetzt? Link, nicht die Leiter. Ach, da hinten ist noch die letzte Fee. Muss ich jetzt praktisch nochmal auf der Seite hochfliegen. Wie ich die da oben kriege, weiß ich noch nicht ganz. Im Großen und Ganzen fand ich den Tempel aber eigentlich schön. Also bis auf diese eine Stelle natürlich. Die war ja irgendwie dann doch ziemlich retarded. Was? So. Ich glaube, diese Markierung ist echt für einen Raum immer. Irgendwie ist die Stelle, hält man den Bogen ein bisschen anders als in Majora's Mask, finde ich. Also jetzt schießt weiter nach links als in... Ach, in Ocarina of Time natürlich, nicht in Majora's Mask. Das spiele ich doch gerade. Oh, Depp. So, jetzt müsste ich einmal... Du hast alle verirrten Feen gefunden. Bringen Sie rasch zu Ihren Freunden, die in Gleichfarben liegen, ganz erstrahlen. Ja, soll ich das jetzt machen? Oder soll ich, soll ich mich um den Boss kümmern? Ich hoffe mal, da geht jetzt das Feuer nicht wieder an. So, da leuchten die Rubine links und rechts, bewacht von Spinnen. Will ich schön die Finger von lassen. Eine Fee habe ich auch nicht. Aber Feen werden überbewertet. Jetzt ist Boss-Time.
Hallo. Willenloser Dschungelkrieger Udolva. Mit Bomben? Mit der Bomben benutzen. Ja. Ich hab keine Deko-Nuss. Okay, ich vielleicht mit Pfeil und Bogen oder so? Er blockt halt. Und die Zeit läuft tatsächlich weiter. Leute, das ist aber mal ganz schön asozial, du. Hey, ich habe noch gar nicht getroffen. Mann, Leute, was soll denn das? Kann ich denen auch noch vielleicht was machen irgendwie? Ich glaube, ich muss tatsächlich irgendwas als Deko machen. Aber puh, was denn? Aber immerhin gibt es hier genug Herzchen. Habe ich ihn jetzt getroffen? Oh, was ist das für ein Typ? Moment mal, als Deko. Die Falter doch nichts, oder? Aber man brennt leichter. Doch irgendwie so aus, als würde ich ihn jetzt treffen, oder nicht? Taya, sag mal was. Sieh genau hin, diese Insekten scheinen von Feuer angezogen zu werden. Ja, schön. Dann treffe ich ihn auf jeden Fall nicht. Ah, ich kann ihn dann treffen. Okay. So, ich brauche ein paar Herzen wieder. Oh, die tun mir jetzt hoffentlich nichts. Leute, ich brauche Feen. Keine Pfeile. Herz, danke. Junge, haut ab. Fuck. Und ein Herz, bitte. Aber die tun mir so nichts. Aha. Okay. Ich
glaube, solange die Falter da sind, ist es aber Quatsch, sich in Menschen zu verwandeln. Okay, schnell verwandeln. Die Viecher lenken mich ab und jetzt kommen schon wieder hier die an. Oh Leute, was ein Boss! Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Werde ich den Boss nächsten Part besiegen? Ihr seht es morgen. Bis dahin. Tschüss.